Prinzip ist es kein Problem. Zumindest also bei diesen Wünschen kann ich das sagen. Man nimmt es, man schraubt es einfach auseinander und wenn ich die Trommel abnehme, fällt nichts herunter. Das ist bei alten Wünschenkonstruktionen durchaus mal der Fall gewesen. Aber jetzt bei neuen modernen Wünschen sollte es eigentlich nicht mehr vorkommen. Zumindest nicht bei renommierten Markenwünschen. Ja, da sollte die Winch einmal im Jahr auseinandergenommen werden und die Schmutzteile, die sich da unweigerlich ansammeln, das heißt, also es gibt ja Einträge von speziell Seewasser und dann bleiben eben Salzreste übrig und die sollte man entfernen mit einem weichen Lappen. Auch gerne Wegschneiden. halten oder nicht. So. So, jetzt sieht man die Winch, es fällt nichts auseinander. Aber man sieht an einigen Stellen, wo sich Schmutz angesammelt hat. Wenn alles wieder blitzt und blinkt, hier zum Beispiel die Kugellager, da sieht man auch noch den Schmutz, aber es läuft alles noch frei. Wenn dann alles sauber gemacht ist, nimmt man vorzugsweise das vorgeschriebene Fett des Herstellers. Wichtig dabei ist, nicht was preisgünstiges aus der Tankstelle zu nehmen, sondern ein synthetisches Fett, was nicht im Seewasser harzt. Mineralölhaltige Fette verharzen im Seewasser und können dann im Laufe der Zeit so eine Winch oder andere technische Systeme total blockieren. Und da schreiben die Hersteller auch wirklich Das schreiben die. unterschiedliche Fette vor. Ja, die Hersteller schreiben natürlich immer ihr Fett vor, aber es sind in der Regel synthetische Fette, die, wie gesagt, mineralölfrei sein müssen. Man kennt das Aber wenn auch man aus. Winchenfett kauft, was ist Also alles im Winchenfett ist in Netzsystem? der Regel im Fachhandel gekauft, ist immer in Ordnung. Aber es gibt immer sparsame Zeitgenossen, die nehmen irgendwas Billiges von der Tankstelle. Haben wir ab und zu mal. Und dann sehen wir, wenn da irgendwas blockiert ist, ist in der Regel der Grund falsches Fett. Was auch wichtig ist, dass hier diese feinen Perlen, die federgelagert sind, da darf man nicht zu viel Fett dran machen, weil sonst der Effekt ist, dass die Perlen, die natürlich Gegenlage bilden sollen und immer ran rausgehen, dass die kleben. Und wenn eine Perle klebt, kann der Winch zurücklaufen und dann natürlich gefährlich sein. Also sparsam umgehen mit dem Fett. So eine Tube Fett ist gut für 25 Jahre. Das ist ein gutes Investment, kann ich. Genau.